Wir haben es tatsächlich geschafft und damit willkommen zu einem neuen Video und einem ganz besonderen Video, denn heute geht es um einen Traum, der sich für mich erfüllt hat. Das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen sentimental angehört, ist es auch so ein bisschen, denn es geht heute um ein Ziel, das ich schon sehr, sehr lange verfolgt habe und jetzt auch endlich erreichen konnte. Der eine oder andere wird auch direkt wissen, um was es geht. Ich würde aber sagen, wir schauen uns das Ganze mal so ein bisschen vom Anfang zum Ende jetzt an, so ein bisschen Revue passieren lassen, denn wie gesagt, war das ein Traum, den ich sehr, sehr lange verfolgt habe. Deshalb dachte ich dazu auf jeden Fall ein Special-Video, denn dass das jetzt wirklich passiert ist, für mich absolut unglaublich. Es könnte eventuell was mit diesem Trikot oder auch Spieler zu tun haben. Damit sollte es klar gehen. Es geht heute natürlich um Vincenzo Grifo. Aber was ganz Besonderes, der andere wird es jetzt wissen. Wir wollen das Ganze auch ein bisschen Revue passieren lassen, weil es für mich auf jeden Fall extrem krass ist, was passiert ist. Vielleicht hat es der andere noch gar nicht mitbekommen, deswegen auf jeden Fall mal dranbleiben. Wir starten mal direkt und zwar habt ihr es hoffentlich mitbekommen. Im Februar haben wir das erste Mal einen Fußballschuh für Vincenzo Grifo vom SC Freiburg designt. Für mich ein absoluter Traum, der sich da schon erfüllt hat, wirklich mit einem SC Freiburg-Spieler, mit meinem Lieblingsspieler Vincenzo Grifo zusammenzuarbeiten. Wir haben für ihn einen Fußballschuh Design, den er auch extrem cool fand, und er hat uns auch damals ein Video eingeschickt, wo er so eine kleine Ankündigung gemacht hat. 39. Gefällt mir unglaublich gut. Was ich damit machen werde, ist, ich werde ihn auf alle Fälle in die Vitrine stellen, weil so einen Schuh hat man natürlich nicht oft, aber David hat mir schon gesagt, dass er mir vielleicht einen zweiten macht. Und zwar hat er nämlich gesagt, hey, wir werden nochmal einen Fußballschuh machen und den möchte er dann tatsächlich auch spielen, weil diesen hier, wo wir es zuerst gemacht haben, den wollte er quasi für sein Home-Gym als kleinen Trophäe. Da gibt es, er kann den nicht spielen, er findet den einfach zu geil, was auch mich sehr, sehr gefreut hat. Und dann ging es weiter, was für mich schon unglaublich war, und zwar habe ich dann vor ein paar Wochen mit Vincenzo Grifo gefacetimed, also schreiben auch regelmäßig, ist ein extrem sympathischer Typ. Er hat so viel erreicht und ist trotzdem so am Boden geblieben, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Dann haben wir so ein FaceTime-Gespräch gehabt, so ein bisschen zu klären, hey, welchen Fußballschuh machen wir jetzt für dich, dass du den tatsächlich in der Bundesliga spielen kannst. Und dann habt ihr sie mitbekommen, es ging dann um den Nike Superfly Dreamspeed 3. Allerdings war das Ganze ein bisschen schwierig, denn wir hatten nur eine Woche Zeit, um diesen Fußballschuh für ihn zu designen und auch fertigzustellen, hin und her zu schicken und wieder zurück nach Freiburg. Das war echt eine extrem große Herausforderung und es lief absolut gar nicht, kann man nicht anders sagen. Der Schuh wurde zwar rechtzeitig fertig, dann ist aber das Problem gewesen, dass er plötzlich am Zoll hängen geblieben ist, weil hier angeblich eine Rechnung gefehlt hat, die aber dabei war. Dann ging es zwei Tage später erst der Schuh zu mir. Dann habe ich den Schuh an Grifo geschickt, auch per Express. Ich habe, wie gesagt, insgesamt für den Schuh, glaube ich, knapp 300 Euro nur Versandkosten ausgegeben. Also es ist wirklich absolut krank. Dann habe ich per Express nach Freiburg, ich wohne in der Nähe von Freiburg, also übertrieben gesagt, eine Stunde von Freiburg entfernt. Und dann hat der Schuh aber zwei Tage oder sogar drei Tage gebraucht, bis er in Freiburg angekommen ist, weil noch ein Feiertag dazwischen war. Obwohl ich Express bis 12 Uhr Zustellung gebucht habe, war extrem bitter, weil so konnte er den Schuh natürlich dann nicht tragen. Da war ich schon extrem am Boden zerstört, weil es hieß, es ist seine letzte Chance, dass er den Schuh tragen kann in diesem Bundesligaspiel. Aber dann hat Vincenzo Grifo mir geschrieben, hey Bro, wir machen das so, ich spiele ihn trotzdem. Ist jetzt ein bisschen stressig alles und schwierig, aber er wird trotzdem spielen. Dann war es fürs nächste Wochenende angedacht, dass er dort spielt. Dann war aber das Problem, dass er eine Corona-Infektion hatte. Sprich, er durfte noch nicht mehr trainieren, auch nicht mehr natürlich spielen. Das war dann die nächste Chance vertan. Dann dachte ich schon so, okay, das war es jetzt wirklich, also bitterer geht's ja nicht. Dann war aber das nächste Spiel und da hat er den Schuh tatsächlich angehabt, aber er wurde nicht eingewechselt, weil er natürlich frisch von der Corona-Infektion zurückkam und der Trainer Christian Streich wollte ihn noch schonen, weil Freiburg auch gegen Schalke einfach mal 4-0 gewonnen hat. Das war natürlich dann nicht allzu wichtig, dass so ein krasser Spieler wie Vincenzo Grifo dann eingewechselt wird. Dann war ich da schon wieder kurz, ich habe extra Sky-Ticket geholt, um das Ganze anzuschauen, dann ist es wieder nicht passiert. Aber dann, Leute, ist es tatsächlich endlich passiert. Im letzten Spiel hat er den Schuh dann tatsächlich angehabt gegen TSG Hoffenheim. Ich habe es ehrlich gesagt nicht glauben können, denn er hat am Anfang nicht gespielt, aber er wurde dann eingewechselt. Und dann, was dann passiert ist, ist, glaube ich, absolut geisteskrank, was dann kam. Er ist eingewechselt worden, dann im Eckball siehst du, Alter, den Schuh an, da war ich so krass happy. Aber dann kam das Besondere, er ist dann zum
Elfmeter angetreten mit unserem Schuh und hat ihn einmal richtig eiskalt versenkt. Und dann war natürlich der Schuh überall zu sehen. Da war ich so krass stolz. Ihr habt es vielleicht auch auf Instagram gesehen, da ich dann währenddessen Stories gepostet, dass man den Schuh sieht und dass ich extrem stolz bin. Weil es war für mich immer ein Traum, einen Bundesliga-Profi quasi auszustatten mit einem eigendesignten Fußballschuh, mit dem man dann tatsächlich in der Bundesliga aufläuft. Dann muss man sich mal überlegen, so der Kanal wieder angefangen hat. Ich habe Fußballschuhe gekauft, um sie zu testen. Mittlerweile habe ich für Profis Fußballschuhe designt. Das war für mich ein extrem heftiger Moment. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch und an Vincenzo Clifo, dass das Ganze so gut ankam und dass ihr das auch so gefeiert habt. Für mich ein absolutes Ziel, das ich mir erfüllen konnte. Ein absoluter Traum, den ich tatsächlich endlich erreichen konnte. Das Ganze hat dann auch ordentlich Welle geschlagen, denn ihr habt es vielleicht gesehen, Boot Culture, das ist diese Plattform, die eigentlich immer diese Fußballschuhe zeigt von den Profis, hat dann einfach unser Schuh gepostet von Vincenzo Clifo, weil dort das Ganze auch erkannt worden ist, also auch in der Fußballschuh-Community ist das Ganze gut durch die Decke gegangen, kann man sagen. Aber muss ich mal vorstellen, wir waren tatsächlich die Ersten, die es geschafft haben, dass ein Bundesliga-Profi einen customized Fußballschuh trägt. Ich persönlich habe das noch nie mitbekommen, dass es in der Bundesliga passiert ist. In der Premier League gab es das schon. Aber damit habe ich mit diesem noch kleinen Kanal, ich hoffe, es ändert sich noch, es geschafft, einen Bundesliga-Profi mit einem Fußballschuh auszustatten. Für mich absolut surreales Gefühl. Vor allem dann wurde das Ganze auch noch von Bundesliga gepostet. Sprich, da hat man den Schuh dann auch perfekt gesehen beim Elfmeter von Vincenzo Grifo, wo ich dann den Schuh da gesehen habe bei Bundesliga als Post. Da dachte ich auch so, Alter. Extrem heftig, mich hat das ultra, ultra glücklich gemacht und sehr, sehr stolz, weil es war eine sehr, sehr schwierige Sache, das endlich hinzubekommen, weil viele sagen auch immer, warum spielt der und der den Schuh von dir nicht? Es ist natürlich schwierig, weil die meisten Spieler haben einen Vertrag und dürfen natürlich dann nicht irgendwie bemalte Schuhe anziehen. Das heißt, ich muss immer Spieler auch finden, die den Schuh wirklich tragen dürfen. Und das ist gar nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Aber hierzu wird es natürlich weiterhin Folgen geben, weil dieses Format macht mir mega Bock und dass ich hier für Vincenzo Grifo direkt zwei Schuhe designen durfte und jetzt hier ein Trikot von ihm hängen habe, ist für mich extrem heftig. Vor allem das Krasse war, Vincenzo Grifo hat mir ein Trikot geschickt aus dem DFB-Pokal gegen Stuttgart, ein original getragenes Trikot von ihm, was auch nicht selbstverständlich ist. Und dort hat man dann quasi das Ganze im Büro zu sehen, wo er noch draufgeschrieben hat, danke für diese coolen Fußballschuh und jetzt zu sehen, dass der mit meinem Schuh in der Bundesliga, muss man es mir auch vorstellen, in der Bundesliga aufgelaufen ist, da bin ich extrem stolz drauf, extrem happy. Ich hoffe natürlich, ihr fandet das Ganze auch cool, war sehr, sehr kostenintensiv, aber ich denke, es davon nichts kommt nichts. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, was ihr zum Feedback sagt. Ich hoffe natürlich, ihr habt euch auch gefreut. Für mich war es ein absoluter Traum, der sich damit erfüllt hat, wirklich einen Bundesliga-Profi mit meinem designten Fußballschuh zu sehen. Jetzt auch schon mal eine kleine Info, und zwar der nächste Profi steht ja schon fest. Der Fußballschuh von ihm sollte auch heute bei mir ankommen. Das heißt, ich werde versuchen, das Ganze schnellstmöglich für euch abzudrehen und dann den Schuh an den Profi rauszuschicken. Dieses Mal von einem neuen Verein, den wir so noch nicht hatten, und einem Spieler, den jeder von euch kennt, zumindest aktuell absolut einen der krassesten Spieler auf seiner Position. Möchte nicht sagen, wer es ist, das soll natürlich die Überraschung sein fürs nächste Video. Bin aber extrem gehypt, es euch dann endlich zu präsentieren. Ich hoffe natürlich, dass ihr das Ganze unterstützt, dass ihr diesen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, dem Video einen Daumen nach oben gebt. Nur so zahlt sich natürlich diese harte Arbeit auch aus. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr dieses Format feiert. Für mich auf jeden Fall ein absoluter Traum, dieses Format, das ihr schon für Nadim Amiri, Vincenzo Grifo, für Marius Wolf und jetzt auch noch für den nächsten Profi ein Schuh designen konnten, finde ich schon extrem stolz. Natürlich noch nicht da, wo ich sein möchte, aber das Ganze macht sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch da draußen auch. Das soll es zum kleinen, aber feinen Special-Video gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, Leute. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.